hallo und einen wundervollen, schönen guten Abend. Dienstag, 18 Uhr, und ihr seid wieder da. Und ich freue mich riesig, dass wir heute Bastian Werner bei uns haben. Bastian, da kommst du schon zu uns. Das, ich wollte dich ja standesgemäß ankündigen hier und dich reinholen. Ähm, wir, ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Bastian, bevor wir gleich mit dir anfangen zu quatschen, möchte ich einmal kurz das Sony Pro Support Team vorstellen. Äh, die liebe Nicola, die ist nämlich auch bei uns, da ist sie schon. Und Nicola macht eins, Nicola sitzt im Hintergrund und beantwortet all eure Fragen, die hier hier unten im, äh, in der F&A-Funktion stellen könnt. Genau, ich sehe schon, da füllt sich fleißig die böse, böse, böse Chat-Bubble. Wir können das nicht ausschalten. <laughs> Leute, wenn ihr gleich irgendwelche Fragen habt, an den Steffen oder den Bastian, dann bitte nutzt die F und A Funktion. Das ist das andere F und A Funktion, weil nur darüber können wir die Fragen an Steffen äh, durchschieben und haben halt quasi einen gewissen äh, Überblick darüber. Äh, kann, wir können nicht den äh, Chat monitoren. Also bei Fragen bitte eine F und A Funktion nutzen. Ansonsten ja, freue ich mich auf Bastian. Ich habe auch noch nie äh, in dem Bereich jemanden kennengelernt. Also man kennt das immer nur aus Berichten und vorwiegend, überwiegend aus Amerika. Aber ich bin total gespannt, was er gleich erzählt. Ähm, ja, Steffen, ne? Und äh, würde sagen, ich wünsche uns allen einen guten Talk. Ja. Ich freue mich sehr, liebe Nicola, und wir werden dich am Ende der Sendung noch mal sehen, nämlich wenn du uns äh, die neuen Sendungen vorstellst, äh, die, ne die neuen, ähm, äh, die neuen Aktionen vorstellst. Mensch, es hast du mich ganz durcheinander gebracht. Sergej und auch dich begrüße ich wie immer hier an dieser Stelle. Schön, dass du da bist und auch der Sergej sitzt im Hintergrund an der Tastatur und beantwortet all eure Fragen. Ja, schönen guten Abend hier aus Fürth bei Köln. Äh, genau, also bitte nochmal als Bemerkung die F A funktion nutzen, nicht den Chat. Äh, und ansonsten, ja, bin ich auch total gespannt. Mir geht es wie Nikola. Das ist für mich auch komplettes Neuland, die Art der Fotografie, die der Bastian betreibt. Und desto mehr bin ich gespannt, was er uns zu erzählen hat, in welche Situationen er vielleicht schon gekommen ist, weil so ganz ungefährlich sehen ja manche Fotos nicht aus, ja. wo er quasi dann kurz vor, vor, vor der Lava, vor dem Vulkan steht oder irgendwelche Tornados hinter ihm herjagen. Von daher ja, freue ich mich auf den Talk und zurück an dich, Steffen. Dankeschön, Sergej. Bastian, jetzt bist du schon da. Ich wollte hier Trommelwirbel machen und dich standesgemäß anmoderieren, aber schön, dass du zu uns gekommen bist. Ähm, ja, Bastian, mhm. du bist äh, einer der Fotografen, die hier, ja, die, die man öfter mal auf YouTube sieht, oder die, die diesen gefährlichen Sturm hinterherjagen. Fangen wir doch erstmal an, seit wann also wo kommst du überhaupt her? Hier, da fangen wir mal mit der ersten Frage an. Oh, wo komme ich überhaupt her? Also ich komme tatsächlich von genau da, wo ich jetzt hier gerade sitze. Ich wohne immer noch in meinem Heimatort. Ähm, natürlich nicht mehr zu Hause, aber in meinem Heimatort. Ähm, ich komme aus Mühltal. Das ist in der Nähe von Darmstadt bei Frankfurt am Main. Das sollte dann jedem was sagen, denke ich, mal zum schöneren vorderen Odenwald gelegen. Das ist, das ist so meine Heimat, ja. Ähm, du schreibst auf deiner, auf deiner Webseite, dass du seit 2009 fotografierst. Das ist in der Tat. Ja, da haben wir gemeinsam angefangen, würde ich auch sagen. Also, ich habe schon länger fotografiert, aber 2009 habe ich mich sozusagen professionalisiert. War das so das Jahr, wo du das erste Mal überhaupt eine Kamera in die Hand genommen hast oder wo du gesagt hast, jetzt lebe ich davon? Ähm, nee, das war das Jahr, wo ich erstmal richtig fotografiert habe. Ich meine, das ist jetzt äh, dann schon, äh, was ist das jetzt, zwölf Jahre her. Ich meine, da war ich ja dann gerade mal äh, 16. Da habe ich dann so richtig an angefangen damit. Mich mit, mit der Fotografie ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Meine erste Kamera, die habe ich tatsächlich mit 14 Jahren bekommen. Das ist jetzt auch schon 14 Jahre praktischerweise her, ähm, zur, zu meiner Konfirmation. Und ja, ich fand das eigentlich ganz spannend, einfach so ein bisschen, bisschen rumzufotografieren damals, damit das war so, so meine Hauptmotivation. Ähm, und zwar auch was ganz Verrücktes: und zwar habe ich äh, Flugzeuge fotografiert. Mhm. Ich habe tatsächlich ähm, meine, allererstes, meine allerersten Fotoerfahrungen, die habe ich tatsächlich noch mit so einer kleinen Digi Hand-Digitalkamera gemacht. Und dann mussten mich mein Vater und meine Großeltern, die mussten mich dann immer an den Frankfurter Flughafen fahren. Und dann habe ich dann dort immer so ein kleiner Nerd an der Landebahn gestanden und alle Flugzeuge fotografiert. Und ich habe sogar so eine Technik entwickelt, wenn die weiter weg war, dass ich durch das Fernglas hindurch fotografiert ja, habe mit der kleinen geil. Digitalkamera. Genau, weil ich natürlich einfach kein anderes Equipment damals hatte. Und dann mit 14 hatte ich dann endlich das, das Geld und habe mir mal so eine erste DSLR-Kamera gekauft. In der Nikon D60 ist das damals gewesen, genau. Die habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo im Keller liegen, ja. Für alle die, die sich mal deine Bilder angucken wollen, die sollten jetzt mal auf bastianw.de gehen. Also du hast es auch hier oben schon als sozusagen deinen Namen reingeschrieben. Also Wort.de. dort findet ihr nicht nur seine Fotos, sondern auch Hinweise zu Workshops, Reisen, Videokursen, Büchern. Also da könnt ihr sogar Bilder kaufen. Es ist unfassbar viel. Du lebst, also wenn ich das so auf deiner Webseite mir angucke, hast du so einen, so einen großen Mix an, an, an Zutaten, von dem du lebst. Ne? Also, ähm genau, also ich, ne, ich sage mal so für irgendwo mit dem Auto hinfahren und Wolken und Landschaften fotografieren, ähm, da ist die Zeit einfach momentan nicht mehr da. Das ist die Zeit sozusagen, wo man wirklich für Landschaftsfotos bezahlt wird. Die ist jetzt leider vorbei, weil man so viel fotografieren kann. Es gibt so viele Fotos und jeder Ort ist eigentlich schon mal fotografiert worden. Deswegen so viele Stockfotos der Bildagenturen geht da nicht mal so viel. Das heißt, muss ich als Landschaftsfotograf so ein bisschen was anderes ausdenken. Und gerade meine, ich, das sind ja wirklich Liebhaberfotos, die ich da jetzt mache von den Wolken und Gewitterzellen. Die ziehen nicht so, da brauche ich natürlich dann andere Standbeine, ja. ja. Du gibst äh, ja, Workshops, du äh, bietest doch an, dass du Leute mitnimmst zu den Reisen. Ich will, bevor wir darüber reden, vielleicht mal ganz an den Anfang gehen. Du hast auf deiner Webseite auch geschrieben, dass du schon immer davon geträumt hast, so ein Sturmjäger zu sein. Wie kamst du dazu? Wo, wo kam der Impuls her? Hast du es irgendwann auch mal gesehen im Fernsehen? Oder, oder woher kam der Wunsch? Genau, ich habe das tatsächlich im Fernsehen gesehen, also bei diesen ganz typischen Sturmiger-Reportagen, auch einfach aus den USA. Und ich fand das so cool und so faszinierend, was da gemacht wurde, weil da war mal irgendwie Action, es ist irgendwas passiert und es war irgendwie so nah an der Realität. Also es war wirklich live. Also man brauchte jetzt nicht irgendwie einen Actionfilm zu drehen, sondern es war einfach so da und das hat mich unglaublich fasziniert. Und generell war ich auch so jemand, ich hatte, glaube ich, früher als Kind so alle Was ist Was Bücher, ich habe alles über Dinos, Ritter, Wissenschaft, Mondfahrt, alles, ich habe komplett alles davon zu Hause gehabt. Ich fand das super faszinierend, diese ganzen Themen. Und das hat mich aber so am, am meisten eingepackt, weil das wirklich so diese rohe Naturgewalt gewesen ist, ja. Und dann hast du dir irgendwann, äh, ja, ich, ich versuche jetzt gerade den Übergang zu finden von äh, Spotter <laughs> beim Frankfurter Flughafen hin zu, ich stehe beim Vulkan oder ich fahre wirklich in die USA und, und fahre dort den Stürmen hinterher. Oh, der Übergang ist tatsächlich so ein, so ein schleichender Prozess jetzt über die, die letzten zehn Jahre gewesen. Ähm, meine Urfaszination, die ich nicht erklären kann, wo sie herkommt, das ist tatsächlich so für die Luftfahrt gewesen. Also. Ich habe auch noch heute, wenn irgendein Flugzeug vorbeifliegt, ich kann genau sagen, welches Flugzeug das jetzt ist und, und was da jetzt für Triebwerke dranhängen, welche, welche Turbinen das jetzt sind, was auch immer. Und das hat sich dann dein entwickelt, dass ich dann angefangen habe, mit 15, 16 Jahren einen Segelflugschein zu machen, hier im vorderen Odenwald äh, bei, auf dem Rheinheimer Flugplatz. Und damit bin ich dann in Kontakt mit dem Wetter gekommen. Und das Segelfliegen war dann so, man hat dann irgendwann das Flugzeug steuern können, und man konnte sich natürlich auch noch da drin verbessern, immer besserer Pilot werden, aber die Kunst beim Segelfliegen ist es tatsächlich gewesen, wenn ich das Flugzeug steuern kann, um das Wetter zu lesen und um das Ganze zu planen. Also wo befinden sich jetzt, also wo muss man dann Wetterkarten gucken, da gibt es dann spezielle Wetterparameter, die eben zeigen, wie schnell ist so die maximale Aufwindgeschwindigkeit in so einem... Kumulus-Thermik-Bad, also diese Kumulus-Wolken, und dann geht da unten die warme Luft hoch. Und all diese Sachen, die, die muss ich dann eben als Segelflieger planen. Und das hat mich dann irgendwann viel mehr fasziniert. Also, das ist eigentlich so der, der Grund, erfolgreich Segel zu fliegen, ist eigentlich das Wetter zu verstehen. Und ich fand das dann viel cooler, diese Wolken vor dem Segelflugzeug zu fotografieren. Und da kam dann so der Übergang rein, dass ich dann mehr Wetter fotografiert habe, als jetzt tatsächlich das Fliegen spannend zu finden, weil. Ich hatte so also mit dieser Segelflugausbildung fertig und habe dann auch irgendwann so gemerkt: so, ja, okay, du fliegst jetzt und es macht Spaß, aber irgendwann ist es so, ein bisschen dann halt eine Zeit lang geflogen. Das ist so wie beim Autofahren, wenn man gerade den Führerschein gemacht Man fährt und ist geil und geil und geil. Und irgendwas so, okay, ne? Jetzt ist das auch irgendwie schon genug. Und das hatte ich dann beim Fliegen tatsächlich festgestellt, aber das Wetter, das erfüllt mich halt bis, bis heute noch so, ja. Das ist auch eine abgefahrene Geschichte. Ich habe ja meinen eigenen Bildband über Nebel gemacht. Also es gibt da so einen Nebel in Vietnam. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Vietnam warst. Ich bin da immer so im Januar, Februar, März dort gewesen oder im Spätherbst. Da liegt der ganze Norden im Nebel und du kommst fast aus der Suppe nicht raus. Und ich finde dieses, was der Nebel mit einer Landschaft macht, finde ich so unfassbar spannend. Das finde ich viel, viel spannender, als wenn die Sonne scheint. Und jedes Mal, wenn der Nebel, wenn ich raus, morgens aufgestanden bin und der Nebel lag, so das ist auch heute. Hier in Mecklenburg äh, immer noch so der Fall, dann, dann, ja, dann, dann zieht es mich nach draußen und dann könnte ich stundenlang durch den Nebel warten. Das ist verrückt. Ja, absolut. Also, genau das ist die Faszination, die, die kann ich auch heute noch mal. Also, Nebel ist auch so mein wichtigstes Steckenpferd äh, hier als, als Landschaftsfotograf bei uns in Deutschland. Ich, find das übrigens, ich finde übrigens, dass genau wie du das da beschreibst, jetzt für Vietnam gehört der Nebel bei uns tatsächlich auch so zur Kulturlandschaft dazu. Mhm. Also, wenn man mich irgendwann mal fragen würde, für was ist jetzt Deutschland so typisch? Ja, Norwegen und Island, da gibt es so die Polarlichter, dann geht es so die Wasserfälle, was auch immer. Holland hat Windmühlen, Bretagne hat irgendwelche coolen Stürme und Seascapes. Und wir haben jetzt hier tatsächlich in Mitteleuropa diese Mittelgebirgslandschaften mit diesem Nebel. Also das ist so dass das es das so nicht noch mal woanders äh, zu finden, ja. Sag mal, wir quatschen jetzt äh, bevor wir uns gleich wet, weg äh, festquatschen. Ähm, ich bin immer dafür, dass wir uns ein paar Bilder dabei angucken. Magst du vielleicht mal äh, ein paar Bilder reinwerfen, die du damit wir einfach mal so ein bisschen auch dass die Zuschauer mal ein Gefühl dafür kriegen, worüber wir hier gerade so, reden. Was, äh, was was soll ich denn, schlag mal was vor, welches Thema ähm, ist denn hier Gib uns mal, wir haben gerade über Stürme gesprochen, zeig uns doch mal äh, eins der der Aufregendsten Bilder, wo du vielleicht auch eine, eine, eine Geschichte zu erzählen kannst, von einem Sturm. Ähm, es gibt da drüben so eine Sturmsaison, die mhm. kennst du wahrscheinlich, die ist von das, ja, Ja, das können wir machen. Also die Sturmsaison in den USA, ich suche das gerade ganz kurz hier neben raus. Genau, genau. Ich versuche mal so lange so. drüber zu moderieren. Ja, ich, ich habe hier, genau, ich habe nämlich so ein paar Ordner. Und je nachdem, was du mir jetzt einwirfst, muss ich in so einen anderen Ordner reinspringen. So. Ja. Also Moment. es gibt eine Sturmsaison und es gibt auch bestimmte Bundesstaaten, wo es mehr Stürme gibt als woanders. Ich, wir, wissen, wir kennen alle die Geschichte von, von der kleinen Alice im Wunderland. So, jetzt solltet ihr hier meinen tollen meinen Ordner ja, genau. sehen können. Genau. Also so. ich denke mal, Kansas wird wahrscheinlich, wer, jeder, der Alice im Wunderland gelesen hat, weiß, dass, dass es den Sturm über Kansas kommt. Ähm, so. und dass die kleine Alice irgendwie weggetragen wurde. Was Jetzt ist dein Bundesstaat äh, für, die, für die Sturmsaison? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also sagen wir mal so, ähm, ganz, ganz ehrlich, geht das so, im April geht das so im Süden, so in, in Texas geht das dann da langsam los. Ne? Und im äh, Laufe des Jahres, wenn du das dann hoch bis sogar nach Kanada und ab so Juni, Juli kannst du auch so die ersten richtig krassen Gewitterlagen, dann so in, in Manitoba oder sowas, also im, im Süden von Kanada so. Südliche Mitte, da wo eben so diese Great Plains noch bis nach Kanada hochgehen, schon schon geben, ne? Gib uns mal, und ich sehe, da sind so viele Spektakuläre dabei, aber eins, was du selber, ach, oh, hier, was du selber irgendwie spektakulär findest. Wo ist das aufgenommen? Das ist aufgenommen in tatsächlich South Dakota. Mhm. Man kann jetzt hier eine sogenannte Superzelle sehen. Das ist auch eins meiner Lieblingsfotos, weil das war so die. Ufo-förmigste Superzelle, die ich bisher fotografieren durfte in meinem Leben, da kommen mhm. hoffentlich noch ein paar mehr dazu. Und ähm, das hier ist tatsächlich eine Aufnahme, die, die ist jetzt auch wirklich mit, mit 15mm im Hochformat als Panorama aufgenommen. Also was jetzt wirklich in diesem Foto zu sagen oben ist, das ist eigentlich schon über meinem Kopf drüber gewesen, um sich mhm. diese Dimension mal davon vorzustellen. Und das war so das letzte Foto, was ich jetzt auch an dieser Stelle von dieser Gewitterzelle machen konnte bevor wir ins Auto gesprintet sind. Und auf dem Rückweg, als ich über dieses weite Feld gerannt bin, keine Angst, wer jetzt hier Landwirt ist und zuschaut, dieses Feld war hinterher sowieso komplett platt. Das war auch egal, ob ich hier noch drinne gestanden habe in dem Moment. Und dann bin ich also zum Auto zurückgesprintet und dann hat es mir schon die Hagelkörner um die Ohren geworfen. Das heißt, es hat zwar gar nicht geregnet, aber so diese ersten wirklich teilweise faustgroßen Hagelkörner sind neben mir runtergefallen. Meine Teamkollegen, die saßen auch schon so im Auto und ich. Bin so zurückgelaufen, weil, wenn ich so ein Hagelhorn richtig auf den Kopf bekomme, dann kannst du davon natürlich auch eine, eine ordentliche Platzwunde bekommen. Ne? Basti, hilf mir mal ganz kurz ja. vom Verständnis her. Du bist jetzt irgendwie da, ich sage jetzt mal in Texas unterwegs oder hier in Dakota und äh, hast dann Wetter-App und die Wetter-App sagt dir, oh, hier braut sich was zusammen und dann setzt du dich ins Auto und dann fährst du 200, 300, 400 Kilometer dorthin. Oder wie stelle ich mir das vor? Exakt, also so eine Storm Chasing Tour läuft so ab. Wir haben einen Zielflughafen in den USA gebucht. Ich mache das nicht allein, ich habe dann immer noch ein, ein Team mit dabei. Hm. Ähm, es gibt diesen Zielflughafen, das ist in der Regel eher so im Frühjahr, ist es dann immer eher so uh, Dallas oder in, in uh, Texas und später im Jahr ist es dann uh, Denver in Colorado, das ist dann schon so ein bisschen nördlicher. Und hm. dann hat man noch einen Mietwagen gebucht und der Rest ist offen. Dann kommt man so am Flughafen an, tralala, dann. Geht man raus, geht in den nächsten T-Mobile-Shop und auch danach noch in einen ATT-Shop. Das Problem ist nämlich zum, zum Kaufen von SIM-Karten. Weil es gibt so einen Bereich, der ist so von T-Mobile abgedeckt, und der andere Bereich wird so von ATT abgedeckt. Das heißt, man muss dann so zwischendrin auch manchmal switchen zwischen den Providern. Und dann fährt man genau dorthin, wo halt die Gewitter sind. Aber mit so normalen Wetter-Apps, da, da komme ich dann eigentlich gar nicht mehr aus, sondern ich brauche ganz, ganz spezielle Wetter-Apps. Um, aber ein die, die, diese Apps, die gibt es normal im App-Store. Genau, die gibt es normal im App Store, genau, im App Store okay. aber ich brauche natürlich das Fachwissen, das dann auch zu interpretieren. Also ich kann nicht einfach so diese, also zum Beispiel Radar Scope heißt das, das ist so eine. Das ist eigentlich so die Haupt-App, die man dann benutzt. Die hast du so die ganzen Wetterradarstationen in, in den USA drinne und da kann ich dann eben genau sehen. Wo ist jetzt eine Gewitterzelle, wo zieht die entlang? Und dann kann ich eben als Sturmjäger dann da mein, mein Team hinführen, dass wir das eben dann dokumentieren können vor Ort. Ja. Aber das muss man halt interpretieren können. Das kann man nicht einfach runterladen, halt dann Stormchasen gehen. Weil sonst bringt man sich in den USA kein Witz einfach auch um. Ja, also ich halt, ich wollte gerade fragen, das sind jetzt nicht diese Stürme, wie wir sie hier vielleicht kennen. Wenn hier in Deutschland einer sagt, Sturmwarnung, da habe ich manchmal das Gefühl, das war... Früher ein bisschen Regen, heute wird gleich eine Sturmmahnung ausgegeben. Ich glaube, in den USA hat das nochmal ein ganz anderes Kaliber, oder? Ja, absolut. Also, wir kriegen, muss man dazu sagen, auch mal solche Gewitter in Deutschland, aber das ist dann wirklich nur so ein, zweimal regional begrenzt äh, im Jahr, ja. Und in den USA ist das halt wirklich ein, ein ganz anderes Kaliber. Also, das, das sind von Hagelkörnern über 10 Zentimeter Größe bis zu tödlichen Tornados oder. Orkanböen bis über 200 Stundenkilometer ist da wirklich alles mit drinne Und das ist dann kein Spaß mehr. Also das geht dann wirklich an, an, an die Substanz. Das heißt, wenn ich in so ein Tornado reinkommen würde mit dem Auto, dann ist das Auto, wenn der stark genug ist, dann wird das rumgeschleudert und halt einfach mitgerissen von dem Wind. Also wir sprechen dann von Windgeschwindigkeiten, die halt über 300, 400 Stundenkilometer dann erreichen. Ja. Der Jonas fragt hier gerade, wenn du jetzt irgendwo an so einen Sturm ranfährst, ähm, wie lange hast du Zeit dafür? Mich interessiert aber vorher noch, äh, woher weißt du jetzt, von welcher Seite du ranfahren musst? Ähm, musst du immer so ranfahren, dass er auf dich zukommt? Kannst du auch von der Seite ranfahren oder äh, erklär das mal. Und wenn ja, wie lange, wie, wie lange bist du an so einem Sturm dann? Das kommt tatsächlich absolut darauf an, was für ein Typ Gewitter das ist und was mhm. wir jetzt erwarten. Ich habe noch mal so ein kleinen Ticken andere Herangehensweise, als das jetzt ein reiner Sturmjäger hat, muss auch dazwischen unterscheiden, also die reinen Stormchaser in den USA, die machen das wirklich, um den Tornado und die Schäden dadurch zu filmen und das an die Medien zu verkaufen, das ist so, aber ich gehe erst nochmal von der fotografischen Sichtweise daran, ich möchte halt das Ganze sehr cool dokumentiert haben, so all around, mit allen Lichtstimmen, allen coolen Wolkenstrukturen und deswegen chase ich dann nochmal ein bisschen anders, ich chase immer so, dass ich halt so die Maximale Bilderausbeute habe. Und manchmal ist es so, da hat man auch ein Gewitter, da will man dann gar nicht vorne dran sein, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich auf der Rückseite einen coolen Sonnenuntergang habe mit Regenbogen, Blitzen dadurch und so weiter und so fort. Das ist auch irgendwo hier in meinen, meinen Fotos. Oh, Mensch, äh, du, du bist nicht so schnell. Da waren zwei, ja, ich, drei. Boah, ja, dann kommen noch okay. hier. Ich will jetzt hier mal das, das Beispiel mit dem Regenbogen. Das ist zum Beispiel ja. sowas, ähm, das interessiert so diese normalen Stürme gar nicht, weil das sind ja dann keine Schäden oder sowas, sondern. Ja. Ähm, das habe ich, das kann man halt auch vorhersagen. Dafür habe ich das Satellitenbild angeschaut und habe dann halt erkannt, okay, die Rückseite dieser Gewitterzelle ist frei. Das ist jetzt so ein Stormchaser-Begriff, dass da keine anderen Wolken sind, außer das Gewitter selbst. Und dann kann da so das Abendlicht reinfallen von hinten. Und dann weiß man eben, okay, da gibt es jetzt so einen Regenbogen und dann kann ich dann eben solche Aufnahmen dann auch damit machen. Ja. Also es kommt wirklich sehr drauf an, und man muss wirklich viel, viel Erfahrung damit haben, diese ganzen Sachen aus. Regenradar, Satellitenbildern, Wolkenstrukturen vor Ort, Wetterstationsdaten und so weiter irgendwie zusammenzubringen, dass man halt daraus dann zum Erfolg kommen kann, so, so ein Foto dann auch anzufertigen. Ja. Dieses, dieses meteorologische Wissen, das hast du dir sozusagen, der Startschuss, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war, war sozusagen deine Segelflugausbildung. Ähm, und die, da, da hast du aber quasi immer weiter gelernt. Weil das ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, das, dass man das nur beim Segelfliegen lernt, was du, dass du weißt, ah da hinten, da ist dann hinterm Sturm ist frei oder so. Nee, nee, absolut nicht. Also mich hat das Wetter einfach so fasziniert, dass ich halt mir alles dazu angeguckt habe, was, was ich halt wissen wollte, wobei man auch dazu sagen muss, dass ich jetzt eher so äh, praxisbezogenes Wetterwissen habe. Also ich bin jetzt niemand, also ich bin jetzt auch kein Meteorologe, der sozusagen das Wettervorhersagemodell oder Klimamodelle programmieren könnte. Ähm, ich kann das verstehen, aber ich kann jetzt sozusagen die Gleichung dazu nicht formulieren. Ich habe mich eher darauf konzentriert, äh, wirklich zu dem Wetter hinzukommen, weil das ist auch noch mal ein ganz anderes Thema das nichts mit der Meteorologie zu tun hat, die man jetzt kennt, wo ich eben diese Gleichung für Klimamodelle oder sowas mache. Ja, also auch wenn ich jetzt Meteorologie studieren würde, könnt, hätte ich dadurch nicht das Fachwissen, was ich jetzt brauche, um Superzellen perfekt interpretieren zu können, wenn ich vor dieser Wolkenstruktur stehe. Da muss ich mich also genau mit diesem speziellen Bereich sehr befassen, ja. Sag mal, und da, du nimmst jetzt, also wenn ich jetzt auf deiner Webseite bin, da steht, steht da unter Reisen äh, Stormchaser... <laughs> 3000, 3000 Euro. Also, ich, du nimmst mich auch mit auf so eine USA-Reise und, und wenn ich Glück habe, dann sehen wir richtig so ein Tornado auch. Exakt, also so viel Glück brauchen wir da gar nicht. Also bei zwölf bei Tagen Storm Chasing ist da auf jeden Fall ein Tornado drin. Es wäre sehr komisch, wenn wir keinen bekommen würden, weil ich war noch nicht Stormchasing in den USA ohne einen Tornado zu sehen. Ähm, Hätte ich ja mal Bock zu. Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du wirklich mitkommen? Also, der Termin steht fest, ne? Ste steht auf bastianw.de. Ja. Ähm, kannst dich einbuchen, ne? Ähm, ja. Und musst mir aber so einen Wisch unterschreiben, dass du, äh, auf alles, aus, auf, auf alles, auf alles verzichtest. Also, ich ja. werde natürlich nicht uns umbringen, aber genau. Nee, ist aber auch ein anderes Verhalten. Wir werden jetzt keine Haut drauf Aktion machen, wo wir dann da irgendwie so in, in Reichweite vom Tornado stehen werden. Also, so, so ein Weitwinkel-Shot mit irgendwie 15 Millimeter, wo du das, das Bildfüllen der Tornado drauf hast, das, das werden wir nicht machen. Aber ja, andere ganz, ganz viele coole Fotos von, von Wolken. Ja, so das ey, halt, ne? boah, ja. Guck, guck dir das doch mal an. Ich meine, du kennst es, aber ich bin jetzt dermaßen begeistert gerade von dem Foto, was du zeigst. Äh, wow. Das ist äh, übrigens der, der nächste Trick. Weil du siehst, diese alte zerfallene Hütte und wer ja. schon mal in den Great Plains war, der weiß auch, da, da ist nichts. Also wenn man mal irgendwo hin möchte, wo nichts ist, ja. da, dann muss man da hinfahren. Da ist selbst so dieses, dieser Bereich zwischen Hannover und Hamburg in Niedersachsen oder so, da ist noch was, ja. Aber da ja. ist wirklich nichts. Und wir gucken dann tatsächlich immer auf dem Satellitenbild bei Google Maps, ob wir irgendeine Struktur entdecken können für den Vordergrund. Dass wir nicht einfach anhalten und Wiese oder Acker mit Maisfeld oder sowas haben, sondern irgendwie, und sind es nur fünf Bäume, die kann man. Da, da ist so viel nichts, dass ich fünf Bäume auf dem Satellitenbild identifizieren kann. Und dann halten wir dann da an, äh, um, um das dann halt äh, zu, zu fotografieren, ja. Oder so typische Straßenshot, so USA-Feeling. Straße direkt in den Sturm rein, so sowas machen wir dann da ja. Boah, Mensch, du, das ist aber, hab ich ja Bock drauf, du. Bastian, hier kommen ganz viele Fragen zu deinem Equipment. Fangen wir doch mal an. Du hast eben gesagt, du deine erste Kamera war eine Nikon. Irgendwann bist du auf Sony umgestiegen, sonst wärst du nicht hier. Genau. Was, was ist deine aktuelle Kamera? Ähm, ich habe die Sony A7C, aber ich habe auch noch andere Kameras. Hübsch, ja. Ja, genau. Aber ich, aber ich sage da so, ich, ich, ich habe eine Nikon-Ausrüstung und ich habe jetzt eine Sony-Ausrüstung. Ich habe die Sony-Ausrüstung aber mir selbst zugelegt, bevor ich jetzt denke, dass ich irgendwas gesponsertes sage. Und ich habe mir die Sony A7C geholt, ganz speziell, weil ich eine Vollformat-Kamera haben wollte, die wirklich nichts wiegt. Ja. Weil ich in verschiedenen Situationen, sei es jetzt da in Island, wo man lange zum Vulkan hinwandern muss oder sonst wo, sehr viel anderes Equipment immer mitnehmen möchte und wenn ich dir jetzt mir vorstelle so einen schweren DSLR Buddy mitzuschleppen mit den Objektiven dazu da, dass das ist einfach zu schwer dann habe ich doch das 14 mm 1.8 noch dazu geholt, weil diese beiden Dinger, die wie, ich glaube, das wiegt Och, zusammen geil, nicht mal ein ja. Kilogramm. Also, das ist, das, ist, das, ist, das ist so kompakt, ja. Da kannst du einfach HDR aus der Hand fotografieren, das ist, ist halt mega cool. Ja, das sind so die beiden Sachen, die ich mir da. Aber warum das 1.8? Gibt es nicht auch irgendwie so ein 14.28 oder 14.4 oder sowas, noch ein bisschen leichter wäre? Du brauchst ja hier keine offene Blende eigentlich für das Wetter. Ah, doch, es gibt Situationen dafür. Also ich äh, kann das mal kurz zeigen, wo ich dann eben auf die Offenblende angewiesen ah. bin. Also, klar, natürlich jetzt äh, so, so, so ganz klassisch, wenn man jetzt hier Polarlicht äh, fotografieren geht, da braucht man ja. natürlich dann, dann die Offenblende, ne, dass man stimmt, stimmt, da stimmt. das drauf bekommt. Ich, ich gucke gerade mal, wo ich jetzt hier so ein Gewitterbeispiel habe, wo ich jetzt Offenblende brauche. Ähm hier zum Beispiel, das kann man sehen, da wirkt die Wolkenstruktur ein bisschen verwaschen. Und ich habe. Das ist so, dass es nicht irgendwie in der Dämmerung entstanden, sondern das war jetzt nachmittags. Und da habe ich oft Situationen, wo ich so dunkel, so, so dunkel wird durch diese massive Gewitterfront, die die Sonne verdeckt, dass ich eine etwas längere Belichtungszeit brauche. Und da brauche ich natürlich dann auch die Offenblende, um einfach jetzt ähm, das, das, das Foto da scharf zu haben. Weil auch wenn das nur so wolkenstrukturmäßig aussieht, die bewegen sich so schnell, die Wolken, dass ja. da wenn man über eine halbe Sekunde belichtet, dass man da deutliche Unschärfe reinbekommt, diese Wolkenstrukturen, ja. Und da braucht man dann eben auch die, die Offenblende von 1,8 mal. Also ich muss jetzt ein bisschen, nicht ein bisschen, ich gebe zu, ich bin äh, echt baff, wenn ich die Fotos sehe. Es kickt mich total, was die Natur. <laughs> An den Himmel zaubert. Das ist, äh, ist wirklich irre. Ich kann mich. Ja, ich letztes Jahr mal auf bei einer Hochzeit war ich auf, äh, an der Ostsee oben und da hatte ich auch so ein so so Halbrund. Ich bin ja kein Meteorologe. ich weiß nicht mal, wie die Wolke heißt, aber ich habe mich auch halb tot fotografiert. Ja, irgendwie sowas war das, sowas ähnliches. Und dann habe ich auch immer gedacht: Oh, sieht das geil aus, sieht das geil aus. Aber wenn ich das so sehe, ähm, dass man da direkt auch irgendwie danach jagen kann, da äh, äh, entwickelt sich ja gerade schon wieder ein neues Hobby bei mir im Kopf. Alles kannst du tatsächlich denke, machen. So, also, das, Basti, was wäre denn so das Erste, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt total Bock, solche Wolken zu fotografieren. Was wäre denn das Erste, was du mir raten würdest? Wie, wie, wie gehe ich da ran? Also, also, das ist jetzt eine Eigenwerbung, ja. aber es ist tatsächlich das Schlauste, was ich raten würde. Ich habe dafür tatsächlich einen Videokurs gemacht. Ich habe einen Videokurs gemacht, wie ich Sturmjäger werde, weil es gibt tatsächlich jetzt nichts. Weil das ist ja wirklich so ein Spatenhobby. Also ich sag mal so, jeden, der, jeder, der es in Deutschland ernsthaft betreibt, den kenne ich mit dem Namen und äh, wir schreiben miteinander. So sagen wir es mal so, ja. ja, ja, ja. Und das ist dann wirklich so. Man, man, verabredet sich dann per WhatsApp, fährt dann irgendwohin, hin, dann, dann fahre ich hier von Darmstadt aus los und die anderen fahren, keine Ahnung gute Freunde von mir aus Celle aus in, in Niedersachsen los und dann trifft man sich irgendwo in der Nähe von München auf dem Acker und wartet auf Gewitter. Also So ist diese Community strukturiert und deswegen gibt es nicht so eine Plattform, wo ich einfach mal einen Anlauf nehmen kann und deswegen äh, würde ich tatsächlich meinen Videokurs am ehesten empfehlen und wer das jetzt nicht machen möchte, der einfachste Start ist, einfach mal anfangen darüber zu lesen, was ist eine Superzelle und dann einfach immer weiter sich durch, durch, durch Wikipedia durchzuklicken. Bis zu Tiefdruckgebieten, Kaltfronten, was auch immer, diese ganzen Schlagbegriffe einfach mal anzugucken, zu lesen, dass man erstmal so eine Vorstellung davon bekommt, was eigentlich so insgesamt am Himmel mit dem Wetter passiert, ja. Es ist äh, schon irre, was, der, was die Natur uns da, uns da schenkt, eigentlich, so an Motiven. Ne? Also ich meine, ähm, schöne Landschaften ist das eine, aber wenn der, wenn der Himmel dann auch noch so, so extrem äh, beeindruckend ist, das ist ja, ja nochmal, ja, ist ja doppelt schön. Also ich, du merkst gerade, dass ich ein bisschen rumstammel, weil ich bin hier parallel auf deiner Webseite nochmal, bastianw.de und guck mir diese Farben an und diese Formen und denke, oh, das ist geil. Also ich bin gerade wirklich total, total fasziniert. Lass uns nochmal, weil es hier so immer noch Fragen zum Equipment gibt, also klassische Brennweite für sowas wäre, sagst du, so ein super... Winkel, 14 mm, wahrscheinlich ist man aber auch mit so einem 1635 äh, G-Master wahrscheinlich ganz gut aufgestellt. Ne? Genau, also ne, ich, ich äh, wie gesagt, ich, ich falle ja zweigleisig mit den Ausrüstungen, aber so diese, diese Zoom-Weitwinkel, die brauche ich auf jeden Fall. Also für, für mein Nikon habe ich da einen 15 bis 30 mm von einem anderen Hersteller ähm, und für, für die Sony habe ich eben erst das, das 14mm 1.8 genommen. Ne? Das ist einfach. Man, man kann da eigentlich nicht genug Weitwinkel in den meisten Situationen haben und oft gehe ich da auch einfach wirklich ins Panorama rein. Also, wenn ich da jetzt Stormchasing und Wetterfotografie mache, da gehört das Panorama dazu. Wobei mhm. ich keine, ich nenne das immer Schlauchpanoramen, mache. Ich gucke mal, wo ich jetzt hier nochmal so ein, so ein typisches Panorama äh, habe. Äh, das ist so ein bisschen, schon ein bisschen weitwinkeliger. Ich immer so ein typisches, wo ich das jetzt nicht übertrieben habe. Es war, glaube ich, sogar. Ja, dieses, dieses Anfangsfoto, das ist halt ein Panorama, aber ich mag es eben nicht, das dann so 3 zu 1 zu machen, sondern ich, ich will das dann schon äh, schön äh, so, so klassisch 3, 3 zu 2 haben, dass das Foto, ja. Ähm, jetzt haben wir dich jetzt schon ein paar Mal, also ich sehe auf deiner Webseite, habe ich dich schon mal so fotografieren Fotografieren eben auch schon. Du fotografierst ohne Stativ. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man Stativ benutzt, weil du willst ja die Wolkenformation scharf haben. Das heißt also, du hast dann in dem Fall wirklich die, die Sony A7C und einen 14 mm und ziehst dann los. Äh, genau, also Bildstabilisator ist natürlich in dem Fall auch wichtig und ich arbeite eigentlich dann auch immer mit dem Stativ. Es muss jetzt wirklich schnell gehen und in den meisten Fällen ist das schon, wie du richtig erkannt hast, so, dass, dass wenn man die Wolke scharf haben möchte, dass man auch gleich aus der Hand raus fotografieren kann, weil man die kurze Belichtungszeit dann sowieso braucht, ja. Ja, ja, ja. So, hier kommen. Also Oswald fragt, ist das das 14,18g Master? Ähm, müsste es sein. Also ich, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin kein Technikfotograf. Ich mein, mein Hauptaugenmerk, ich bin auch kein Technik-Nerd, ich kaufe mir das, weil ich sage, okay, das ist die Brennweite, das ist die offene Blende, ich weiß nicht genau, ja. wie es heißt, und schaue mir das vorne drauf, um meine Fotos damit dann zu machen, und mein Hauptaugenmerk liegt dann so wirklich darin, diese, diese Fotos zu finden. Ja, aber das, das müsste das sein. Machst also, du denn, auch irgendwie. Oh. Ja, wenn dann GM dahinter steht, dann ist ein GMs. Ähm, machst du denn auch, der Franz fragt, machst du denn auch Videos oder ähm, schränkst du dich nur auf Fotos? Ich beschränke mich nur auf Fotos, weil es sehr schwierig ist, beides gleichzeitig zu machen. Also ich möchte jetzt, wenn ich nächstes Mal unterwegs bin, wieder mehr, mehr Zeit raffern, nebenher mit, mit mehreren Kameras. Aber so richtig jetzt äh, Action mitzufilmen, das ist kompliziert, weil ich habe gemerkt, ich bin so, ich bin kein Multitasker, ich bin sehr gut da drin, mich auf eine Sache zu konzentrieren und dieses Stormchase und Fotografieren, das sind so die beiden Sachen, die ich kann. Wenn ich mich jetzt aber noch darauf konzentrieren müsste, die Story zu erzählen von Anfang an. So, wir stehen morgens auf im Motel, steigen ins Auto, planen die Tour, wo geht's hin, Zielgebiet blablabla bla bla bla. Da muss ich zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich müsste mich darauf konzentrieren, was wir tun, und ich müsste mich darauf konzentrieren, das auch noch cool zu filmen. Und ich krasse auch vom Zeitaufwand nicht hin. Also ja, irgendwann, wenn, werde ich mir sicherlich mal irgendjemanden suchen, der da mitkommen kann, dass man das mal so richtig durchfilmt von Anfang an für eine Reportage. Also wenn da irgendjemand vom Fernsehen ist, der, der, der ist Zuhört, der kann sich gerne bei mir melden. <laughs> ja. Bin dabei, Basti, schon gegessen. Also wie gesagt, können wir gerne wirklich mal drüber sprechen, <laughs> wenn du da Interesse hast, ja. Jürgen, äh, äh, Basti, der Jürgen fragt mhm. nämlich äh, eine Sache. Ähm, Basti hat einen, ein, ein, äh, ein eigenes App-Projekt im letzten Jahr gestartet. Äh, wie sieht es damit aus? <laughs> jetzt, jetzt kommt die Frage schon. Wir, wir haben da tatsächlich vorhin äh, schon drüber gesprochen, weil eigentlich wollte ich es hier jetzt so ganz offiziell schon darüber sprechen können. Es ist fertig. Es liegt jetzt in der Macht von Apple und Google, Android, dass wir das jetzt in den nächsten Tagen in die Stores reinbekommen. Und dann wird es natürlich auch eine große Ankündigung dazu geben. Ich habe das natürlich gar nicht alleine gemacht, das Projekt, sondern es haben sehr, sehr viele coole Fotografen da mitgewirkt, die das Ganze durchgetestet haben, die ganzen Wetterparameter, mit denen wir das quasi Alter, ausgestaltet schau, haben. Erstmal, ja. was kann das App? <laughs> Was, was kann das? Äh, drei Stichworte. Wir haben drei Sachen verknüpft: Fotospots mit Wettervorhersage, mit einer Community für Landschafts- und Naturfotografen. Alles in, in einer Applikation. Denn äh, Fotospots ist die eine Sache. Du hast doch schon okay. gesagt, der ja, cool. Himmel äh, spielt ja so die, die, die Hauptrolle. Ne? Das heißt also, wenn ich Eben weiß, wann ich zum Fotospot fahren muss und wann ich dort fotografieren muss, dann mache ich eben viel coolere Fotos, als andere Fotografen das tun. Und wenn ich Fotospots brauche, dann brauche ich eben auch eine coole Community aus Landschaftsfotografen, die dazu motiviert ist, diese Fotospots bereitzustellen. Und wir nehmen diese Fotospots und stecken die in unsere Wettervorhersage-Algorithmen sozusagen rein. Und dann kann man genau gucken, welche Fotospots um mich herum. In den nächsten 24 Stunden am besuchenswertesten ist. Wir machen nur 24 Stunden Wettervorhersage aus dem einfachen Grund, wer schon mal die 14 Tage Vorhersage in seiner Wetter-App angeguckt hat und das am nächsten Tag nochmal angeguckt hat, wird sie gemerkt haben, dass sie quasi genau das Gegenteil angezeigt hat von dem, was sie gestern sagte. Deshalb haben wir nur 24 Stunden Wettervorhersage. Aber die App ist fertig, sie wird kommen und. Sie ist hoffentlich großartig. Das klingt mega spannend. Also ähm, sie ist im Moment gerade, du hast es gerade gesagt, noch in den Händen von Apple und Google. Die müssen das noch freigeben. Wenn die App kommt, dann werdet ihr es mit Sicherheit erfahren bei Basti auf dem Instagram-Channel. Wie, 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 also wie, wie ist dein Insta-Kanal? bastianw.de. Also eigentlich findet man mich überall einfach als bastianw.de. Ja. Oswald fragt, oh geil, was wird die App kosten? 2,99 pro Monat, ähm, dafür natürlich, ich sage das ehrlich, die Wetterparameter sind total teuer und ich muss dafür auch noch Schulden abbezahlen oder wir müssen dafür noch Schulden abbezahlen. Ich auch, ähm, ich habe mir ein Haus gekauft. Ja, 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 auch, aber genau, das, das, das ist ein länger, längerer Kredit, sage ich mal so. Nee. Das sind, ja, und der nächste Punkt ist auch, wir haben ja eine Community mit dabei, wo man ja. eben sein eigenes cooles Profil machen kann, man kann seine Fotos sharen, man kann das kommentieren mit anderen Fotografen teilen. Und bei hey, Instagram. Ich find völlig und, in Ordnung, du, ganz ehrlich, du musst es nicht erklären, weil das ist, ihr braucht Server, ihr braucht eine Anwendung, ihr habt ja, das ja. Ding entwickelt. Das alles ja, ja, kostet absolut. was und ich finde es völlig in Ordnung. Also. Ähm, das, das stimmt, aber das Problem ist aber, dass die, ähm, ich werfe das jetzt niemandem vor, aber dass die Leute oft mal immer denken, dass eine App, wenn die schon einen Euro kostet, sind die Leute immer so, pff, ah, ein Euro für eine App. Mh. Und dabei ist es halt einfach so, so, ein, so ein Witz. Und ja, ja. nee. Um, das, das, was, ist schon, ja. das ist schon, ich finde 2,99 nee. völlig in Ordnung. Also, ja. Ja. Genau, 2,99 ähm, pro Monat. Genau, äh, okay. Stefan fragt, wie wird die App heißen? Da haben wir gesagt, das äh, warten wir mal lieber noch ein bisschen. Da warten wir noch ab. Also ich habe euch jetzt gesagt, äh, was sie kann und ihr werdet es auf jeden Fall äh, rechtzeitig äh, mitbekommen, äh, wie sie heißt, genau. Äh, Oswald fragt aber auch: Wird es den Wetterfotografie-Videokurs äh, bei dir zum Sonderpreis geben? Jetzt vielleicht. Ähm, also, einen. okay, ähm, was äh, die, die App, die kommen wird, kann, ist sehr viel in der Wettervorhersage. Mhm. Wir haben sehr viele Dinge vereinfacht. Äh, was aber muss man natürlich ehrlich dazu sagen, wenn ich jetzt wirklich die Zeit und die Muße dafür, dafür habe und ich sage mal so, für meine Videokurse, da brauche ich sicherlich zwei komplette Wochenenden, die ich mich da dran setze, um das wirklich zu verstehen. Das ist ein riesen Zeitaufwand ich muss da, und ich muss dranbleiben an dem Thema und da sind noch ganz andere Sachen drin, wie ich kann Satellitenbilder gucken und so weiter und so fort. Und das ganze Thema mit Storm Chasing, das, das, das ist in der App nicht, nicht so drin. Genau, das heißt, die Videokurse wird erstmal keinen Rabatt dafür geben. Genau. Ist ja auch nicht so schlimm. Nee. Ähm, du, hier, guck mal, die Zeit rennt und wir wollten noch ein bisschen sprechen, auch über Vulkan, über, über deine Vulkan. Na klar, dann. Ähm, und dann ich mal wir zum haben Vulkan. ja im Moment gerade einen aktiven Vulkan hier bei uns ganz in der Nähe. Ähm, hast, du, hast du dir den auch schon mal angeguckt? Genau, den habe ich mir auch schon angeguckt. Oh, ich cool. gehe auch gleich mal auf den Ordner dafür drauf. So. Ja. Das ist der cumpre Vieja auf äh, La Palma. Da bin ich auch unterwegs gewesen. Und ja, das äh, war jetzt der zweite Vulkan tatsächlich in diesem Jahr. Ich bin ja auch schon auf äh, Island gewesen für den Vulkan, als der ausgebrochen ist. Tatsächlich damals äh, hier mit dem, mit dem Stefan Liebermann zusammen. Das ist ja auch cool, erste Aller, Allererste zusammen. Sendung, ja. Ja, ja, genau. Und. Ähm, wir waren ja tatsächlich, glaube ich, die ersten deutschen Landschaftsfotografen, die da vorne am Vulkan waren, weil das war ja wirklich noch so während Corona. Wir waren ja auch fünf Tage in Quarantäne und ich, Liebermann und ich haben uns quasi so zeitgleich gegenseitig angeschrieben nach dem Motto, das ist so ausgebrochen und ungefähr eine halbe Stunde nach dem Ausbruch waren wir so, ey, lass jetzt da hinfliegen und der war schon cool, der Vulkan, aber ich muss sagen, der Vulkan auf La Palma war einfach nochmal ein Stückchen geiler als der auf, Dann auf Island. Zeig doch mal, zeig doch mal. Ja, ja, genau. Ich, ich, ich zeige das jetzt mal. Das, das, ich zeige jetzt mal, das ist ja auch schon mein Hintergrundfoto. Der ja. macht nämlich was, der Vulkan? Das hat ja auf Island ja gar nicht gemacht. Du muss das so ein bisschen unterscheiden. Ähm, der Vulkan auf Island ist eher eine, eine vulkanische Spalte gewesen. Das ist so ein, nicht so ein richtiger Vulkan, weil... Der hat keine Magmakammer der auf Island, sondern es ist einfach direkte Connection, 40 Kilometer tiefer zum, zum Erdkern sozusagen. Und das läuft einfach so da raus. Ja. Der Vulkan auf La Palma, der hat eine Magmakammer. Deswegen ist das wie so ein Sektkorb, also so eine Sektflasche unter Druck. Steht. Also er hat wirklich Power hinten dran. Ich habe so eine gefüllte Magmakammer, die sozusagen von den tektonischen Platten da so rausgepresst wird ne, mit Druck. Und deswegen hat der Lava von die teilweise in Höhen von 700 Metern über, über Grund, jetzt ab, ab Vulkankegel gemessen, diese Lavabrocken hochgeschleudert hat. Und ich habe mich da mit der Drohne rangetastet. Bedeutet erstmal, dass, dass ich immer näher dorthin geflogen bin. Ich habe gedacht, so alles klar, erste Bilder gesichert, dann zurückgeflogen, Speicherkarte raus, neue Speicherkarte rein und wieder näher hin. Und immer geguckt, wie, wie kann man so näher da dran Wenn man kommen. die 2000-Euro-Drohne bei jedem Foto sich so ein bisschen schon verabschieden. Immer. Ja, ja, exakt. exakt. Man, man geht dann irgendwann davon aus, jetzt, jetzt ist das wirklich weg. Und, ähm, ich erzähle so ein bisschen was und ich äh, gehe einfach mal kurz... Ich mache das hier auf meinem anderen Display gerade weiter und dann ja. ist man halt immer weiter mit der Drohne da dran geflogen und irgendwann am Schluss war ich dann so, jetzt habe ich so geile Bilder gehabt, dann war ich dann wirklich so äh, F it ne? und bin dann direkt hingeflogen und war dann im Vulkankegel drinne. Lass sie, lassen sich die Bilder denn so gut verkaufen, dass du auch wirklich auf die, auf die Drohne dann scheißt und sagst, ist, na okay, dann wenn sie kaputt geht, dann das Risiko gehe ich ein. Aber die, um, die, die Bilder nicht, deswegen gibt es auch keinen Rabatt für die Videokurse, weil irgendjemand <laughs> muss, muss, das, muss mich bezahlen dafür, dass ich machen kann. Also, um, es ist nochmal ein Unterschied zwischen Landschaftsfotografie und Pressefotografie. Und Pressefotografie, ich habe das mal eine Zeit lang versucht, aber es, es, ist, nicht, es ist nicht meine Muse. Also, für, für Pressefotografie. Ich muss da sofort hingehen. Ich muss das Netzwerk aufrechterhalten. Ich muss das quasi als erstes filmen und direkt, ja. während das explodiert, am besten schon hochgeladen haben zu den Agenturen. Das ultra stressig. Man kann das ganze Geschehen vor Ort nicht genießen, wenn das mal versucht hatten. Das fand ich so ein bisschen. Finde ich so ein bisschen schade, ist mir zu stressig und deswegen okay. ist das, äh, ja, mache ich die Fotos einfach und äh, gucke, wie ich irgendwie Geld verdienen kann, dass ich halt weiter... Aber so wir so können die machen. Fotos bei dir auf der Webseite bestellen. Also ich weiß jetzt gar nicht... Den wen Wort das interessiert, bereit. der der kann das gerne tun. Der kann da gerne gerne reingucken. So, ich bin jetzt gerade hier am, am klicken. Genau, Ich ah. ha, jetzt, jetzt habe ich es, guck mal, jetzt können wir ihm richtig was zeigen. Äh, das Geil. ist keine Zeitlupe, ne? Also das ist so originalfallgeschwindigkeit fallgeschwindigkeit äh, M mal G mal H, ne? Also, ne, sorry, ne, was ist das? Ein, ein, ne, ein halb mv Nein. Nein. Achso, ich weiß, was ist nochmal die, 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 die Geschwindigkeitsformel für Höhe? Guck mal, schon ein bisschen <laughs> länger her, mein Physikstudium, weiß man die Basics nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist quasi wirklich hier unten, kann man so springbrunnenmäßig sehen, ja. wo das jetzt da, da, da rauskommt. Nur, man sieht, wie hoch das hier fliegt. Also das ist hier teilweise, fliegt das hier eben 700 äh, Meter hoch. Man sieht natürlich jetzt auch nur die größten Bröckchen, also diese ganz feinen Brocken, die, die fliegen da auch äh, woanders äh, runter. Ich, ich gucke mal, ich habe ja hier noch mehr gefilmt. Am Schluss war ich in diesem Ding drinne. So, nee, das war auch noch nicht, ich war, ich war noch näher dran. Warte, wo ist das hier? Ich muss das richtige Video finden. So, genau. Hast du Schiss um dein Equipment oder um dein Leben auch? Oder? Ja, also Leben hatte ich erst da, da. Am Schluss hatten wir auf einmal Schiss um unser Leben, aber das war, Schiss, das erzähle oh, nee, ich gleich. Ja, ich hab geschlossen mit, nee. Also hier <laughs> muss man jetzt sehen, ähm, ich, tagsüber war ich tatsächlich noch mal näher dran als jetzt hier nachts. Aber man, man kann aber jetzt auch hier sehen, wie, wie nah die Lavabrocken da auch um, um die Drohne rumfliegen. Ähm, ich habe irgendwo ein Foto, das habe ich glaube ich aber nicht entwickelt. Da habe ich quasi das ganze den ganzen Bildausschnitt voll mit Lavabrocken. So nah war ich da dran, weil dieses Ding ist auch nicht immer senkrecht da rausgespritzt und es hat teilweise auch mal so so 30 Grad Schräglage ja, 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 gehabt. Ja, ja. Und wenn man das dann Ganz zufälligerweise mit der Drohne genau davon lang geflogen ist. Und jetzt hat sich das gedacht, ich fliege jetzt mit 30 Grad da raus. Äh, dann ist das halt auch bis zur Drohne mal rüber geflogen. Ja. Aber, aber jetzt nochmal zurück. Also ähm, schützt du dein Equipment irgendwie besonders? Ähm, nee, also da muss man jetzt. Ich war da jetzt weit weg. Also da, da gab es jetzt keinen, keinen Stress. Also ich sag mal so: Es, es gibt nichts, was das Equipment von, einem Lava -Bom -Bombe, von einer Lavabombe schützt. Also okay. das... Ich sage mal, da ist, da, das schmilzt ja einfach durch alles durch. Ne? Da ist ja dann einfach nichts, nichts mehr übrig sozusagen. Ja. Man, man kann das hier ganz gut sehen, also wie weit Boah, die Lavabomben fliegen auf, auf dem Foto. Ich habe das jetzt nicht ganz hoch aufgelöst, aber hier sieht das ja außenrum so aus, als wären das so, so Fußspuren, ne? so diese, 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 ne? diese Landschaft, diese so ein bisschen wie so eine Mondlandschaft hier außenrum. Das dachte ich erst, das sind Fußspuren, dann habe ich so die, diese Bäume angeguckt. Das sind ja so, die sind so 10, 15 Meter hoch, so diese typischen Pinienbäume da auf La Palma. Also können das ja auch keine Fußspuren sein, sondern also das sind die Einschlagskrater von den vulkanischen Bomben. Und da kann mhm. ich also sehen, wie, wie weit die dann teilweise hier außenrum noch äh, eingeschlagen sind um den Vulkan, ja. Gibt es denn da keine Sicherheitskräfte, die sagen, ey, Fotograf, verschwinde? Ähm, die gibt es da schon, also man durfte jetzt nicht offiziell da äh, zu dem Vulkan näher dran, ja. Aber das ist schon ein sehr beeindruckendes Foto, also ähm, der Oswald, der fragt, ähm, mit welcher Drohne fliegst du da? Äh, das ist die Autel Evo 2 Pro, okay. ähm, die mag okay. ich lieber als die als DJI, also ist viel, ähm, viel zuverlässiger. Ich, hatte noch, ich bin die teilweise, bin ich die hier zum Vulkan auf, auf 3,5 Kilometer Distanz geflogen. Mhm. Und ich habe nicht einmal funksignal Funksignalabgriss gehabt, was bei DJ absolut gar nicht der Fall ist. Mhm. Das Einzige, was mich jetzt bei der Drohne gestört hat, die hat, ich weiß nicht, ob es mein Exemplar ist, aber die hat einen ganz schön starken Astigmatismus in, in der Linse. Das heißt, ich sehe bei Lichtquellen einen Leuchtrand. Ja. Und das geht natürlich nicht klar. Das habe ich erst festgestellt, als ich jetzt letztens so ein bisschen mehr nachts damit fotografiert habe oder gegen, gegen Licht. Ja. Und deswegen, weil ich bin ich überlegen, ob ich auf die, die Mavic 3 Pro Cinema da irgendwie äh, umsteige. Aber Das ist jetzt kein Drohnenfoto, oder Das ist ein Drohnenfoto, das, das ist Drohnenfoto. Also das sind HDR-Fotos jetzt, ne? Die, die ja. hat natürlich auch nicht diesen Dynamikumfang, ja, mhm. genau. Aber das, das sind Drohnenfotos, ja. Der Thomas fragt, äh, wären denn nicht 50 oder 60 Megapixel-Kamera äh, für solche Aufnahmen nicht besser als deine A7C? Besser. Mehr Pixel ist immer besser. Ja, mehr Pixel ist, ist immer besser. Also, ähm, die Objektive lösen das ja effektiv auch nicht auf. Also, ich habe Optotechnik und Bildverarbeitung studiert. Das heißt, ich bin optischer Ingenieur. Ähm, und die, die lösen das nicht auf. Also, 60 Megapixel löst keine Kamera auf. Und die Details, die da drin stecken, was man sozusagen dann, dann dadurch sieht, die kann ich auch mit einer AI, die das Ganze hochrechnet, die Details hochrechnet, auch erreichen. Das okay. ist der, der, der gleiche Effekt. Dann brauche ich die Daten vorneweg nicht. Und deswegen habe ich die A7C genommen, weil die einfach so kompakt ist. Also, das ist der, das ist der, der einzige und der Hauptgrund, warum ich mir diese Kamera tatsächlich gekauft habe. Weil ich es eine ultra kompakte Ausrüstung bekommen. Also ich kriege damit tatsächlich jetzt auch dann. Äh, ich hoffe, ich darf sagen, ich habe ja auch noch Tamron-Objektive dazu und ich komme einfach mit der Sony a7C, mit dem 18mm und den Tamron-Objektiven komme ich bis einer Brennweite bis 500mm, komme ich auf, auf ein Gewicht von 5 Kilogramm, die ich im Fotorucksack habe, mit einem Brennweitenbereich von 14mm bis 500mm. Da stecke ich in meinen Fotorucksack rein, habe ich noch 3 Kilogramm Platz, dann packe ich mir noch meinen Laptop rein, zwei, drei Unterhosen, noch zwei, drei T-Shirts. Und dann kann ich damit tatsächlich, wenn ich meine Outdoor-Klamotte anziehe, per Handgepäck überall hinfliegen. Ja. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Das heißt, ich kann spontan, wenn ich irgendwo sehe, es kommt ein Orkan auf, ich muss irgendwo hin, oder ich, ich möchte irgendwo hinfliegen zum Orkan fotografieren, ganz spontan. Ich habe das ja ja auch irgendwo wo, wo. Äh, Hier, genau. Da war ich zum Beispiel dann ganz äh, spontan. Das kann man eben nicht länger vorhersagen im Osten von UK und habe dann eben solche Fotos gemacht, auf die ich jetzt schon jahrelang Jahre gewartet habe. Und da habe ich dann auch nicht die Zeit oder die Lust, mit Koffer zu reisen, sondern weil ich steige dann ins Flugzeug ohne Gepäck, kostet weniger, fliegt dahin, mache dann meine Fotos und fliegt dann wieder nach Hause mit meinem Handgepäck und das kriege ich eben mit dieser kleinen kompakten Kamera hin. Ne? Und ach so, in diesen fünf Kilogramm war, glaube ich, auch noch mein Stativ mit einberechnet. Ich habe noch so ein 1,1 Kilogramm Carbon-Stativ dann noch mit dabei, ja. Ja. Oswald ist, hat hier, haut hier die Fragen raus. Ähm, ist eine Reise zur Springflut in der Bretagne geplant? Ah ja, okay. Ähm, Springflut ist ja erstmal nur der, der Punkt während der, der Vollmondzeit, wo dann... Die Flutberge von Sonne und Mond sich gegenseitig verstärken, um man halt sozusagen den, den höchstmöglichen Tidehub an der Küste hat, also den höchstmöglichen Wasserstand. Das alleine bringt mir gar nichts, wenn ich keinen Seegang dazu habe. Also ja. nur die Flut macht ja keinen Seegang. Das heißt, es steigt einfach das Wasser und sinkt dann wieder runter. Ich brauche also wirklich auch einen, einen Orkan oder einen starken Sturm, der so eine große Wassermenge bewegt und. Die in Wallung versetzt, so gesprochen, dass ich halt eben diese meterhohen Wellen bekomme, dass ich dann diese, diese Fotos auch habe. Also nur weil ich jetzt eine äh, Springflut habe, kann ich noch lange nicht diese, diese Fotos machen, ja. Ich brauche also immer noch den, den Sturm dann dazu. So, ich glaube, Steffen ist irgendwie. Also, du bist gerade kurz äh, weg gewesen. Mein, mein Herz hüpft, ich, ich schaue mir das unglaublich. Äh, ich habe gerade gesagt, ich. Äh, Habe ehrlicherweise bei jedem Foto, was ich sehe, irgendwie Herzklopfen. Also, es hüpft. So. <laughs> das und es das, das freut mich. <laughs> es ist wirklich so, dass ich denke: oh, Ist das geil? Weil ich bin, also, ich mag Landschaften auch und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier. Ich bin ja bei dir richtig heiß drauf, noch ein Foto zu sehen und noch ein Foto. Und ich sehe die dann hier als kleine Thumbnail und denke, oh, ist das geil. Ich muss mir, glaube ich, nachher wirklich mal mal ja. mit deiner Webseite beschäftigen. Ja, danke dir. Nee, also ich, ich habe auch viele Fotos, dass ich gar nicht aktuell auf der Webseite weil ähm, ich die letzten Wochen und Monate. Alle freie Zeit, die ich hatte, ich muss ja zwei Sachen machen, also ich muss ja meinen Lebensunterhalt verdienen, ich musste natürlich ja. auch weiter fotografieren, also was ich musste, ich durfte weiter fotografieren und ich durfte auch damit meinen Lebensunterhalt verdienen, um, aber ich muss natürlich auch die, dieses Projekt mit der, mit der App vorantreiben, äh, weil das ist natürlich auch nichts... Was man einfach mal so jetzt macht in dieser Komplexität, diesen ganzen Algorithmen zu entwickeln und so weiter. Ja, genau. Und das ist aber noch, ich habe mir noch ein Foto ausgepackt, das wollte ich noch erzählen, weil du hast ja vorhin gefragt, ob wir da nicht eine brenzlige Situation hatten oder wo wir dann irgendwann ja. Angst bekommen haben. Äh, tatsächlich haben wir das, weil es war leider unsere letzte Nacht auf La Palma, weil ich eben momentan privat ja, mit, mit der App zum Beispiel sehr eingespannt bin und ich natürlich auch dann nicht immer, wenn ich möchte, mal zwei Wochen lang wegfliegen kann, war das zeitlich begrenzt und es hat sich dann auf einmal was geändert. Es war so am, am letzten Abend, wir haben so, ich kann das mal, das war eigentlich so das Spannendste, was passiert ist. So wir haben das, das Foto haben wir so am letzten Abend noch fotografiert. Ich hatte den Jonas Piontek, mit dem war ich zusammen unterwegs, das ist ein guter Fotokumpel von mir und das Foto wollten wir dann eben fotografieren. Das haben wir auch getan und dann ist es zugezogen, Es kam so diese typischen äh, Passatwolken, die dann halt in so diesen Nebel dann abends dann da in La Palma immer bilden. Und dann war es halt so irgendwann so kurz vor eins oder nee, nee, so 23.30 Uhr war es. Und dann sind wir noch was Abendessen gegangen, weil ich gesagt, okay, jetzt soll zu Ende und um, ich glaube, 6 Uhr muss, oder 7 Uhr ist die Fähre gefahren. Und da wollen wir es noch mal kurz hinlegen. Und sind halt was Essen gegangen und dann waren wir gerade so auf dem Rückweg und da gibt es so einen Aussichtspunkt, der auf den Vulkan dann halt, wo man den Vulkan anguckt. Und dann waren aber die Wolken wieder weg und man konnte halt den Vulkan angucken. Aber der hat sich nicht so wirklich verändert die letzten drei Tage. Und, und diese Fotos hatten wir eben nachts schon gemacht. Das waren so die, mal, so die, die Standardfotos, nenne ich das jetzt mal, äh, sowas. Das kann man halt von diesem Aussichtspunkt dann nachts fotografieren. Also Standardfotos, weil du kannst jede Nacht auf diesen Aussichtspunkt fahren und kannst halt jede Nacht mit dem Teleobjektiv dieses Foto fotografieren. Und dann gucken wir uns das so an, und auf einmal vibriert der Boden. Also, man hat permanent diese Geräuschkulisse gehabt. Das klingt wie, als, wie ein startender Kampfchat, nur noch viel lauter. Also wirklich ja. so ohrenbetäubend laut, aber mit so einer tiefen Vibration, dass der ganze Boden vibriert. Und dann kamen auf einmal wieder so Schockwellen. Mhm. Und dann hat man wirklich diese Erdbeben halt gemerkt. Und dann wusste man, okay, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Und dann ist plötzlich oben, ich glaube, das habe ich aber nicht hier in diesem Ordner entwickelt, drinnen, es ist oben dann auf einmal der, doch hier kann man es drinnen sehen, dann ist oben auf einmal der Kraterrand abgebrochen von dem Vulkan, weil der auf einmal richtig Gas gegeben hat. Und aus dieser kleinen, vielleicht 200 Meter hohen Fontäne sind wieder Fontänen geworden, die halt diese 700 Meter hochgegangen sind. Und das war so unglaublich laut. Und eigentlich wollten wir schon schlafen gehen und haben es das halt noch angeguckt. Und dann haben wir gemerkt, jetzt hat sich was verändert. Und dann kann man jetzt hier die Lava rausfließen sehen. Und die ist tatsächlich auf einmal in einer anderen Richtung da rausgekommen. Und zwar so nah, dass sie dann angefangen hat, viel näher an unserem Aussichtspunkt runter zu fließen. Und wir stehen so da auf diesem Aussichtspunkt und beobachten so, wie diese, diese Lava fließen. das ist auch nicht so, dass sie so langsam fließt, sondern die kommt dann wirklich. Das sieht im mit ganz zehn, sehen das so aus, als wird das irgendwie pro Stunde einen Meter brauchen. oder? Ja, ja nee, das, das, das ist massiv. Also diese wirklich diese flüssige Lava, die da oben rauskommt, das ist ja auch hier, ich sag mal, so dieser Lavastrom, der wird hier seine 15 bis 20 Meter im Durchmesser haben. Also das, ja. das sieht so klein aus, dass man sich diese Dimension nicht vorstellen kann. Und das geht echt schnell dann. Das geht schnell, das ist aufgebrochen, dann ist das wie so, als ob ich, ist das, schroppt das da raus, wie, wie, wie fast wie Wasser, nur ein bisschen zähflüssiger. Ja und das ist dann halt näher runter geflossen an, an Richtung unsere Unterkunft. Und wir haben uns das so das Gelände angeguckt und haben so gedacht, so scheiße, das läuft jetzt runter und runter und runter. Ja, aber wenn das jetzt weiter west äh, nee, sorry, nördlich runterläuft als vorher, ja, dann kommt das ja so in Richtung unserer Unterkunft. Ja. Und da waren wir also halt haben wir auch so ein paar Fotos davon gemacht und man ist okay, jetzt jetzt kriegen wir echt Schiss. Ja. Dann sind wir schnell zur Unterkunft gefahren und haben gesagt, okay, jetzt packen wir alle unsere Sachen noch schnell ein, damit wir da auch wirklich wegfahren können, dass wir da auch dann niemanden da irgendwie im Weg sind, wenn da jetzt erst jetzt evakuiert werden muss in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Ja, hier ist nochmal so, so ein Foto von, von der Fontäne. Ne? Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und dann war es halt schon Zeit, so zurückzufahren. Dann sind wir noch mal zu diesem Standort gefahren und haben halt nochmal das angeguckt. Und dann hat er auf einmal nochmal äh, richtig, richtig Gas gegeben. Ich habe davon ein Foto, hier kann man das sehen. Und die Aschewolke, die ist viel höher gewesen. Ich glaube, die war wow. zu keinem Zeitpunkt, war die Aschewolke höher und ausgeprägter als in dieser Nacht. Und die Struktur hat sich geändert. Es war auf einmal so, dass unglaublich viel mehr Asche rausgekommen ist. Und dass sich dann wirklich so, so, so ein Pyrokumulus, so eine Pyrocumulus-Wolke dann da äh, gebildet hatte. Und die ging so bis. Wir haben das auf dem Infrarot-Satellitenbild nachgeguckt. Da muss man dann natürlich mit einberechnen, dass die Wolke wärmer ist als andere Wolken, weil es halt die Aschewolke vom Vulkan ist. Wir haben das ungefähr gedacht, dass sie so, so fünf, sechs, vielleicht auch sieben Kilometer hoch gewesen ist. Aber dann ist was Spektakuläres passiert. Und zwar ein, ein Lebenstraum von mir und auch von, von meinem Kollegen Jonas. Wir gucken so diesen Vulkanausbruch so an. Und ich meine auf einmal so, ey... Da hat irgendwas kurz weiß aufgefunkelt in dieser Aschewolke drinne Und dann hat es tatsächlich vulkanische Blitze gegeben. Ah! Das heißt, das gab es vorher nicht an diesem Cumpre und der die hat sich also die chemische, die, die chemische Zusammensetzung muss sich dafür ändern. Und das ist in dem Moment passiert, weil man ja auch hier kann man das auch sehen, diesen unglaublichen Ascheauswurf hatte. Ja. Und diese Lava-Fontäne, die ist jetzt halt hier wirklich. Die hat es hier wirklich auch diese 500 bis 700 Meter Höhe. Also das ist jetzt wirklich eine, eine, eine richtige Dimension, die man jetzt hier auch hat. Und da gab es dann irgendwann diese Asche, diese, diese Blitze in der Aschewolke, die halt dann so viel Ladung getrennt hat, dass sich ja halt dann wirklich auch elektrische Ladung in dieser Aschewolke bilden konnte, wie in so einer, also in einer Gewitterwolke. Man hat das Blitzen nicht gehört, weil natürlich das, das Donnern von dieser lava so viel lauter gewesen ist. ja. Und dann, dann ist uns dieses Foto eben äh, gelungen. Oh, Bastian, ich könnte jetzt noch, jetzt könnte ich wenigstens noch zwei, drei Stunden mit dir labern, aber die, die unsere Zeit ist um. Ähm, ich bin total fasziniert und wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt Bastian auf Instagram folgen, unbedingt auf seine Webseite gehen. Ihr werdet noch viel mehr äh, Fotos dort e entdecken und äh, kauft euch seine, seine Fotos und Videokurse, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Ähm, Vielleicht reist ja auch einfach mal mit ihm los durch die USA und, und jagt nach, nach Stürmen. Ich bin total angefixt, Basti. Und wenn das, wenn das nach so vielen Jahren mit einer fotografischen Karriere wie meiner noch jemand schafft, dann muss ich sagen, Hut ab, Chapeau. Das, du äh, das freut deinen mich tatsächlich. ist heute wirklich erreicht. Wirklich erreicht. Also ähm, bin, bin total baff. Und ja, ich kann dir nur danken dafür, für diese unglaubliche Inspiration und für diese wunderschönen Fotos und auch, dass du, ja, äh, dass du so mit uns teilst hier. Ja, danke schön. Nee, mich freut das ja auch immer, wenn ich da tatsächlich darüber reden darf, äh, weil eigentlich ist das ja so eine, so eine super nerdige Sache, ja. Und ja. Ähm, was, was ich, sorry, ich sage jetzt mal zum Schluss, jetzt noch ein bisschen längere. Was ich persönlich einfach immer mag, ist sozusagen, dass die Fotografie, oder diese, diese, diese geilen Fotos so für mich der Schlüssel sind den Leuten darüber faszinierend erzählen zu können was dort jetzt eigentlich so physikalisch passiert ja. in diesem ganzen Prozess ne weil eigentlich ist das ja so so ein Vulkanausbruch was das kennt man so aus langweiligen Zeichnungen im Erdkundeunterricht, das wusste man mal irgendwann aus wir gelernt wo das jetzt Magma und das andere Lava heißt oder oder, oder sowas, ja. Aber wenn man das wirklich mal in faszinierende Geschichten packt, dann kann man wirklich auch die Leute halt so für, für, für diese eher trockenen Themen wie jetzt Wetter oder was ist das jetzt hier, so Geologie oder sowas begeistern, ja. ja. Basti, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und deinen Einblick. Und äh, ich äh, werde dich auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, das freut mich ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Gespräch und für die tolle Moderation.